Spektakulärer Kampfjet-Crash. Diese Bilder zeigen, wie ein US-Kampfjet ins südchinesische Meer stürzt. Der Wettlauf um die 100-Millionen-Dollar-Maschine hat begonnen. Denn nicht nur das US-Militär ist daran interessiert, den Kampfjet zu bergen, auch die Chinesen könnten die kostbare Technologie für sich aus dem Wasser ziehen. Die F-35C ist das neueste Modell der US Navy. Scheinbar noch so neu, dass einige Piloten noch nicht damit klarkommen. Beim Landeanflug auf den Flugzeugträger USS Carl Vinson zeigt der Pilot, wie es nicht geht. Der Mann schafft es laut US-Militärangaben noch rechtzeitig, den Schleudersitz zu betätigen. 6 Matrosen werden aber an Bord des Flugzeugträgers verletzt. Ursache des Absturzes: Pilotenfehler. Eine dicke Staubwolke zeugt von der gescheiterten Landung. Der Jet selbst fällt anschließend ins Wasser und ist somit freiwild. Denn China beansprucht den Teil des Meeres, in dem das Flugzeug gesunken ist, für sich. Doch bisher besteht laut chinesischer Regierung kein Interesse an dem Flieger. Es ist übrigens nicht der erste F-35, der kürzlich ins Meer gestürzt ist. Im November 2021 stürzte ein F-35B im Mittelmeer nach dem Start ins Wasser. Damals betraf es allerdings nicht die Amerikaner, sondern die britische Royal Air Force.